So, was immer das bringt, ich weiß es nicht. Hier müssten wir eigentlich auch mal jeden, aber naja, alles zu seiner Zeit. Nehmen wir erstmal die Betonplatten, bauen wir hier einen schmucken Weg. Oder warte mal, ich mach das mal anders. Moment, was habe ich denn da gesehen? Da war gerade schon wieder dieser mistige Maulwurf. Oh nein. Am besten, ich mache den ganzen Garten mit Betonplatten zu, dann kann der Maulwurf nämlich nicht mehr raus. Huch. Ich wollte doch gar nicht da rein. So, Objekt wirklich löschen. Ja. Ja, lösch alles. Und löschen und löschen. Und wir holen uns stattdessen lieber mal den Zierkies. Mal gucken, was wir da erreichen können. Da zittert das Ärmchen. Hier können wir nichts machen, weil da nämlich dieser verfluchte Maulwurf unter der Erde hängt. Nein. Ja, die Steuerung ist übrigens grandios. Und jedes Mal, wenn man sowas machen möchte, muss man wieder zurück in eine Hütte. Jetzt machen wir es mal so, dass hier vor dem Eingang nämlich ein paar Betonplatten liegen, damit es einfach authentischer aussieht. Lalalala. So, ja, mal eine richtige Bude, wa? Jetzt haben wir da auch wieder Blattläuse dran. Was gibt's da Schöneres, als einfach mal irgendwie ein bisschen Arsen auf die Pflanze zu schmeißen? Dann ernten wir auch nochmal schnell die letzten Rosen ab. Aber wir wollen natürlich jetzt erstmal ein bisschen bauen. Dazu müsste ich diesen Maulwurf hier wegkriegen. Der ist auch schon weg, wie es aussieht. La 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 la. Ich kann gar nicht glauben, dass ich das eine Stunde spiele. Diesen blöden Kack, der auf merkwürdige Art und Weise auch noch Spaß macht. Verratet das bloß niemandem, was der Gronkh hier spielt und dass der hier im Gartenbau oder Gartensimulator 2010 so abgeht, so derbe abgeht, Alter. So, hier machen wir noch ein paar. Machen wir einen schattigen Hain. Nun wisst ihr ja, wie sich der Gartensimulator so spielt. Und wenn ihr neben First-Person-Shootern und Rollenspielen und Uncut-Versionen mal die ein oder andere ruhige Minute verleben wollt, ja, dann googelt doch einfach nach irgendwas. So, ach, ist das schön, hier noch ein bisschen Dünger drauf wieder. Spielt sich auch ein bisschen wie ein First-Person-Shooter so. Sieht man ja gerade auch. Wir haben quasi Chemiewaffen, mit denen wir uns ausrüsten können. Und da müssen wir der Natur zur Leibe rücken. In spannenden Missionen oder wie hier im Sandkastenmodus. Jetzt haben wir keinen Dünger mehr. Und wir haben nur noch 30 bescheidene Euro. Oh je, Mini. So, hier mache ich mal, damit wir den Garten nicht allzu groß machen, baue ich hier einfach mal ein bisschen an. Ich würde jetzt gern passend zur Jahreszeit ja noch einen Grill kaufen, aber das geht leider auch nicht. Und sind jetzt gerade die Platten auch noch alle gegangen. Ach, so ein Elend.
um mich jetzt erstmal wieder abzuregen. Da muss ich jetzt erstmal wieder schön gießen. Ich verstehe auch gar nicht, dass man manchmal so viel gießen kann, wie man will, und es bringt einfach nichts. Entweder muss man da sehr pixelgenau gießen, oder es gibt dann noch ein kleines Fehlerchen im Spiel. Oh, jetzt habe ich voll Hunger auf Kirschen gerade. Leckere, saftige, süße Kirschen. Ach ja. Naja, hier hat sich die Ausbeute nicht so gelohnt. Ja, da kann ich ja gießen, wie ich will. Es bringt einfach gar nichts. Wächst denn da überhaupt was? Ich glaube, bei dem dahinter wächst was. Da wachsen Kirschen. La 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 la. Oh, Sole mio. So, das ist pflückreif. Hier passiert gar nichts mehr bei dem Mittelbaum. Ist natürlich auch sehr schade. Aber dafür ist der hier ja prächtig, prächtig. Schnarch, schnarch, schnarch. So, ist mir jetzt aber egal. Ich setze jetzt erstmal einen Tisch hin, damit wir bald grillen können, Freunde. In unserem pittoresken Garten. Hier irgendwo in Kleinkneidlingen. Das? Ja. Ja, setzt euch doch mal hin. So, und noch ein zweites Stühlchen. Denn so gern man manchmal auch allein im Garten verweilt, so hat man doch das ein oder andere Mal gerne Freunde anbei. Ja, das mit dem Tisch ist ja echt super. Lalalala. Holen wir so ein bisschen Zierkies hier ran. Jetzt machen wir mal was Folgendes hier. Na. Hallo. Und da ist schon wieder so ein Maulwurf. Ein verkackter Maulwurf, den bringe ich um. Ich töte ihn. Da war er gerade. Hey, kleiner Maulwurf, lass dich töten von mir. Tja, wie mache ich das jetzt? Wie erwische ich den denn eigentlich? Kann ich da nicht einfach irgendwie so einen Gartenschlauch in die Erde rammen? Hier kann ich es nicht hinsetzen. Ich brauche einen... Da ist er. Ich brauche einen Maulwurfshügel, aber er gibt mir einfach keinen. Er gibt mir keinen. Oh. Ja. Scheiß, Drecks, mistiger, verkackter... Krötenmaulwurf. Da war doch schon wieder Unrat. Blattläuse! Pff.
so schnell geht das, wenn man Blattläuse hat. Einfach mal kurz drauf furzen und schon ist alles wieder gut. Toll. Durch unsere kirschige Allee. Hallo, wo ist denn jetzt... Das ist so willkürlich, wie der das setzen möchte. So. Und da sind ja schon wieder Schnecken. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Hallo? 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 Jetzt. So, tschüss, ihr Schnecken. Ihr heißen Schnecken.